Ja, man braucht sie sogar unbedingt. Auch wenn für kurzfristige Einlagen wie Tagesgeld teilweise schon wieder Zinsen im Bereich von 3% gezahlt werden. Für einen echten Vermögensaufbau benötigt man aber mehr Rendite. Denn man darf nicht vergessen, dass die Inflation über die Jahre hinweg Kaufkraft raubt. Und wer das verhindern möchte, muss die Inflation quasi mitverdienen. Aber selbst wenn die Inflation wieder in den von den Notenbanken angestrebten Normalbereich von 2% zurückgehen würde, kommt man mit 3% Zinsen nicht weit. Denn real, also nach Abzug der Inflation, bleibt von 3% eben nur 1% übrig. Zu wenig für einen vernünftigen Vermögensaufbau. Aktien sind die Lösung, wenn man das entsprechende Risiko tragen und langfristig anlegen kann. Eine gut strukturierte Aktienanlage brachte in den letzten 20 bis 30 Jahren, gemessen am Weltmarkt, im Durchschnitt rund 7% pro Jahr, was auch eine gute Orientierung für die Zukunft bietet. Eine solche Anlage kann zwar im Zeitverlauf auch mal heftig schwanken, Verlustrisiken lassen sich aber durch eine lange Anlagedauer und eine breite Streuung zumindest reduzieren.